Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18. Ja, du siehst, wir stehen vor dem Barbershop. Es wird Zeit, dass wir diese furchtbare Frisur und diesen furchtbaren Bart loswerden. Und dann wird in dieser Folge natürlich auch gezockt. Hey, DJ, what's up? What's going on, fellas? Got a chair waiting on you. Yo, DJ, could you tell Doc to stop talking to your fans on the internet? What do you mean? Well, last time you were here, the whole shop went viral. Oh, that's a good thing, right? That means more customers, baby. You think that, but they're just questions about you. Now we're tagged all over social media, and somehow Doc is answering all the questions about you. Look, I have to. I'm old school, you know that. I treat customers like family. Right. Get out the chair. It's a star here. You don't see that? Yeah, if they were actual customers, Doc, they're just here to see if DJ gets his hair cut or not. Oh, speaking of the haircut, mm-hmm. I was asleep last night, mm-hmm. right? And the universe spoke to me. Okay. What did it say? It said I should name a haircut after this young man right here. And it should be called? Called what? DJ Special. Oh, hallelujah. Okay. Hallelujah to that. I like the ring of that. Hey, tabernacle. Come on, Doc. Preach now. Come on now. Mm. And I can put turntables in the back of their heads, charging three extra more dollars. Okay. Matter of fact, hey, take a picture of us for the Grizzam. Okay. I got a fan page. Got a fan page. It's 86 great. Followers. Got it. Pretty soon, I'm going to be at your level. I don't know about all that, Doc. You're going to be cutting my hair. Watch. Created a monster, DJ. Put some powder on you right quick. Instant Gram 86 Follower. natürlich geile Überleitung. Du kannst mir gerne auf Instagram folgen. Poste ich eigentlich fast jeden Tag, jeden zweiten Tag. Was jetzt zur letzten Zeit natürlich nicht, weil ich angeschlagen und krank war und so. Ja, das ist nicht so mega geil, sich krank ins Internet zu stellen. Ja, neue Frisur. Wir brauchen definitiv was anderes. Was ich extrem cool finde, dass im Barbershop anscheinend hier immer irgendwie was abgeht. Das ja, macht es einfach ein bisschen frischer. Und ja, man kommt dann natürlich auch gerne her. Also barttechnisch bin ich sogar bereit. Der volle Balboa. Okay. Auch nice. I'll do it, but I don't recommend. Das ist natürlich echt immer Bartfarbe. Die muss dieses Mal echt. Was haben wir da das letzte Mal gewählt? Dunkelbraun. Wir machen dieses Mal schwarz. Wir machen dieses Mal schwarz. Also Bart wird ein bisschen fülliger. Sind ja auch schon wieder ein paar Wochen vorbei. Und von der Frisur. Es ist halt so schwierig, weil du es dir nicht angucken kannst. Das ist so mein Problem. Das ist echt ein, was mir nicht taugt. Warum sie das so gemacht haben, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich mache jetzt, pack mal den hier rein. Haarfarbe machen wir in dem Fall jetzt auch dunkel. Ja. Komm, 400 VC, was soll's. Hau rein. Mal schauen, wie wir aussehen danach. Schlimmer als jetzt geht eigentlich fast gar nicht. Schlimmer geht gar nicht. Oh my goodness! Alter, wir sehen halt so komplett anders aus. What's going on? Alter, das macht mich fertig. Ey, wir sind. Ey, ohne Scheiß. Wie als wenn ich einen anderen Spieler hätte. Okay. Also jetzt im ersten Moment finde ich es auf jeden Fall mal nice. Im zweiten Moment. Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall komplett anders. Okay. Gut. Dann, was wollte ich machen? Ah ja, genau. Erstmal natürlich wieder auch hier. Vielen Dank für die ganzen netten, konstruktiven Kommentare. Natürlich auch hier wieder der ein oder andere dabei, der bisschen, ja, wie sagt man, Bullshit schreibt. Aber ist halt auch so, genauso wie in der letzten Folge musste ich mir anhören, dass im ersten Spiel, wo ich ja nicht kommentiert habe,
und relativ gut getroffen habe, jemand anders gespielt hat als ich, wo ich dann extrem einfach nur drüber schmunzeln muss. Natürlich, ich habe extra jemanden eingeladen, der für mich spielt. Nein, ja, ist einfach so. In dem einen oder anderen Spiel score ich ganz gut. In dem nächsten Spiel bin ich unterm Brett gut. Und dann kommt natürlich auch mal wieder der ein oder andere und sagt, spiel mal so und spiel mal so. Und du spielst nicht wirklich wie ein Shooting Guard. Und ich versuche natürlich momentan anhand meiner Möglichkeiten das Beste rauszuholen für mein Team. Wenn ich gerade eben vom Scoring her einfach, sagen wir es wie es ist, ziemlich kacke bin, dann bringt das halt nichts, sich draußen auf den Flügel hinzustellen und zu warten, einen Contested Shot zu nehmen. Dann stelle ich halt lieber die Blocks, versuche durch Switchen irgendwie Räume freizumachen und so weiter und so fort. Gut, du siehst vielleicht schon, was mein Plan jetzt ist. Ich versuche etwas mit der Geschwindigkeit und mit der Beschleunigung nach oben zu gehen, als auch mit der Ausdauer. Das hat folgenden Grund. Ich werde versuchen, mehr über den Drive zu kommen und mehr zu penetrieren. Dadurch, dass mein ja, Wurf einfach jetzt noch nicht das Nonplusultra ist, werden wir es einfach mal so versuchen. Gut, 71 haben wir jetzt. Unser nächster Gegner sind die Pacers, die Jazz, Kings. Dann gegen die Warriors, Clippers, Lakers. Eigentlich ein ganz nettes Programm. Mal gucken, Jazz und Kings. Oh. Ja, unspektakulär gegen die Warriors, auf jeden Fall gegen die Clippers auch, gegen die Lakers auch. Also dann würde ich fast sagen, ja, so in etwa der Plan. Indiana Pacers nehmen wir jetzt aber trotzdem mal mit. The 2K Sports Pre-Game Show. Yo, DJ. Yo. You wanna work on those handles before tonight's game, homie? I got this new move I wanna show you. I can't, man. I'm watching game tape right now. Talk to Sham. He's not doing anything. Fine. Yo, Sham. Chilling, Jug. Not right now, man. Man, how'd you even hear us? Hey, man, what you doing? He's not even listening to anything. Well, if you really want to know, these are noise canceling. Oh, okay. And they also let people know I don't want to be bothered. I guess some of us didn't get it. Come on, Shammy. Let me just show you this one move I've been working on. I won't dunk on you, I promise. Dunk on me? Child, please. And does it look like I'm ready to hoop, Jug? In that tracksuit? Actually, yeah, you do. Brandon, come on. Get him out of here. Give him some space. All right, Jug. Come on. Sorry, Miss Hannah. Hey, I'm gonna be out there if you want to see something. See you later, Jug. What you looking at, bro? Bro, are you afraid to use your left hand, man? I'm not about to go there with you. Come on. You use it in practice all the time. So. Dann gucken wir ganz kurz auf unser Handy. Social Media. DJ hat mir nach dem Spiel Hawks 76ers gesagt, dass ihm klar war, dass sie gewinnen. Wir hatten sie genau da, wo wir sie haben wollten. So seine genauen Worte. Gold Dust. DJ hat heute Rebounds abgeräumt wie ein Kellner. DJ, wie sieht's aus? Neuer Spitzname der Kellner. Ja. Okay. Dann denke ich, gehen wir einfach direkt rein. And here we go, Indiana Pacers gegen die Philadelphia 76ers. Ja, die Nationalhymne, momentan im US-Sport das Thema schlechthin. Nach der, man kann es nicht anders sagen, dämlichen Aussage von Trump stellen sich
Man kann eigentlich sagen, alle gegen den US-Präsidenten, egal ob ein Tom Brady, ein LeBron James, ein Stephen Curry, der den Besuch im Weißen Haus verweigert. Ich find's gut. Ich find's gut. Aber politische Themen jetzt mal beiseite. Rein geht's gegen die Pacers. 13 zu 17. Was mir die letzten Folgen selber so ein bisschen aufgefallen ist, man hat immer wahnsinnig hohe Ansprüche an sich selber. Das ist jetzt, glaube ich, unser 8. Spiel. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind ein Rookie, der ja eigentlich vielleicht irgendwie um die 10, 12 Minuten spielt, maximal. Und dann sind unsere Werte eigentlich völlig okay. Man geht immer davon aus. Oh! Guys, die ersten Punkte nach dem ersten Spielzug. Wann haben wir das letzte Mal erlebt? Ich glaube noch gar nicht. Nein, man geht immer davon aus, hey, ich komme rein in die Karriere und ich muss gleich irgendwie alles wegbashen. Ist halt nicht so. Man ist halt nicht ein LeBron James oder ein whatever. Saric macht die nächsten Punkte. Joseph. Und für die Pacers wird das natürlich eine brutale Umstellung werden, denn ohne Paul George haben sie keinen Superstar mehr in ihren Reihen. Der Trade ist für mich nach wie vor ja, unerklärlich. Ich verstehe es bis heute noch nicht, was die Pacers geritten hat, das zu machen. Fultz macht ihn rein. Jetzt müssen sie gucken, dass sie mit dem Spielermaterial also in die Playoffs, denke ich, werden sie wieder kommen, aber in den Playoffs werden sie keine Rolle spielen. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Covington. Simmons. Legt ihn daneben. Wir machen hier den. Ah, da werde ich weggeblockt. Young. Joseph. Gute Defense. Jetzt muss Jefferson. Oh, und der ist natürlich. Der ist bärenstark. Jefferson natürlich mit wahnsinnig viel Erfahrung. Covington kicks to Saric. Philadelphia moving the ball around. Now here's Fultz. He's covered by Collison. Simmons ist frei. Naja, was ich auch überhaupt nicht mitbekommen habe, fragt mich nicht warum. Die Spielzugansage war auf Manuel. Das ist. Ja, in der Karriere spiele ich ehrlich gesagt immer mit der automatischen Spielzugansage, weil mir das dann zu stressig ist, jeden Spielzug selber anzusagen. Und jetzt habe ich auch die Playvision aktiviert, die man auf dem Boden sieht. Und so ist es dann halt auch einfach schon direkt leichter zu spielen, Laufwege zu sehen, welches Play wird gerade eben gestartet, etc. Stevenson. Sabonis. Eigentlich keine schlechte Defense von Simmons. Berührt ihn da aber beim Wurfversuch. And Covington offensively, mostly a catch and shoot score. Yeah, he plays well off others. His three-point percentage is 16 to 25. He has gone 4-6 from long range in the second quarter. Solid shooting. Ja, wir penetrieren und machen ihn rein. Foul von Young. Freiwürfe habe ich ein bisschen trainiert. Die Frage ist, ob das reicht. Ja. Auch meinen Boost habe ich wieder voll gemacht. Da haben mir auch schon wieder einige Sorge gehabt, dass ich das vergesse.
Laketten bin ich jetzt auch gerade eben am hochskillen. Also immer alles mit der Ruhe. Bogdanovic, Jefferson, das ist natürlich ein ganz krasses Mismatch. Simmons. Charged with the screen for Simmons. A floater. Simmons, spiel ihn nochmal. Solltest du nicht machen. Gegen zwei, drei Leute unterm Korb. Immer eine schlechte Idee. Gute Defense. Bogdanovic nimmt ihn. Macht ihn aber nicht. Jetzt war ich gerade eben, ehrlich gesagt, selber ein klein wenig verwirrt. Na, die nächsten Punkte. Na, 37 zu 54 sieht eigentlich ganz gut aus für den Moment. Da penne ich in der Defense. Collison's got three assists tonight. 43 seconds left in the first half of the game. There's the screen. From downtown. And it's DJ missing. Der Dreier will einfach nicht fallen. Es sieht nach einem klaren Sieg aus. Then there's Al Jefferson. Then it's Robinson. Wells. In at the four-man position. Und endlich fällt der Dreier mal, Ladies and Gentlemen! Geht doch, hey! Mann, the bonus. Ja, jetzt muss ich raus, weil das ist sonst gefährlich. Jefferson's got his third bucket of the night. Give credit where credit is due right there. A terrific assist. Fast eine 20 Punkte Führung. And I bet a lot of big men would love to have that right hand of Al Jefferson. No doubt. I mean, he can hit that hook shot out to 10 feet. Oh, bullseye! Und der nächste Dreier wide open. Goes in or it doesn't. In his case, it's usually the former. Ist da das kleine Feuer entfacht? Ja, Robinson muss natürlich gleich wieder meine schlechte Defense in den Vordergrund eben. Aber zwei, drei hintereinander, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Šarić nimmt den. High contested. Keine gute Shot Selection. Joseph wird wahrscheinlich über, ja, wollte ich gerade sagen, Jefferson im Post gehen. Und den habe ich. Gleich nach vorne, ich mache es mal ein bisschen schnell. Und der fällt. Dadurch bekommen wir auch noch unseren ersten Assist. Also rein ins vierte. Covington, Simmons. Macht ihn over the glass. Schön. Outside Robinson. There's a screen by Robinson. Here's Joseph. Der ist high contested. Vor zu Bayless. Der nimmt ihn. Und der macht ihn. Der nächste Assist für uns. Rebounding has been a big key in this one, Greg. They've asserted their will and have taken control on the glass. Outside Turner. Turner da draußen natürlich. Bringt er gar nichts. Verliert auch noch den Ball. Wir geben ihn zu Covington. Und der macht die nächsten Punkte. Und wir bekommen unseren dritten Assist. Their high energy defensive effort has paid off for them, guys, with more than a few steals over the course of the ball game. Joseph versucht es da alleine. Schöne Defense und der Ball landet mal wieder bei uns. Gleich mal den Block. Der fällt. Und dann war es das auch schon. Also den Rest der Partie dürfen wir draußen Platz nehmen. Nach einer souveränen Vorstellung. Ich glaube, damit können wir jetzt diesmal wirklich zufrieden sein. Also Dreier aus der Ecke. Würfe vom Perimeter.
auch mal zwei Dreier, die reinfallen. Gutes Gefühl für sich selber. Nee, also mit dem Spiel bin ich jetzt echt komplett zufrieden, ne? Man sieht das auch hier an den ganzen Bewertungen. Sehr, sehr schön. One thing you gotta learn is you gotta travel light on road trips. Some guys wanna bring every freaking thing. Well, it depends on how long we're out though, right? 2 weeks, 2 days, whatever. I bring one roller suitcase and a backpack max. That's it. I used to have a teammate. He'd always bring a suitcase of his sneakers, his clothes, his gaming console. Hey, that sounds like an idea, actually. A bag of books, like hardcover books, not paperbacks, not ebooks. 2 laptops and like 5 cell phones. What, you balling with Edward Snowden? Boo-boo know what I'm talking about. Look, he go out on the road prepared for the world to end. The point is, you don't need all that. A bag, a suitcase, and like 2 cell phones. That's it. That's it? And my laptop. That goes right in your bag. And my game console. Ah, here we go. Oh, like you don't want a game on the road now? You already know you owe me a couple dinners. Wait, he still owes you those dinners. I do. Can you believe that, boo-boo? I can believe it, yeah. Ist eigentlich ganz witzig, aber ich glaube, dass das wirklich sowas ist, was man ein bisschen lernen muss, dass man nicht zu jedem Trip, alles Mögliche mitnimmt, sondern sich wirklich auf das Minimalste beschränkt. Okay, hier ist gerade eben noch nichts aktuell am Start. Nachrichten neue. Na, Brian habe ich geantwortet, Coach auch. Okay. Dann war es das auch schon wieder mit einer Folge von NBA 2K18. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was du von unserem neuen Style haltest. Wir sehen irgendwie so komplett anders aus. Vielleicht schon ein bisschen zu dunkel von der Haarfarbe her. Was meinst du? Ansonsten, ich fand's echt ein gutes, solides Spiel. Wie gesagt, die nächsten... gegen die Jazz und die Kings. Mal gucken. Ich würde fast sagen, das nächste Spiel ist gegen die Warriors. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Dein Max. Ciao.